Liebe Leute, ganz willkommen zu einer weiteren Folge von Dabei noch Weise Equipmentanze. In der letzten Folge haben wir Bethany freigeschaltet, die werden wir heute auch spielen. Bethany hat von Anfang an irgendein Buch, was ich gar nicht weiß, was sie kann. Ich weiß auch allgemein nicht, was sie kann. Aber sie erinnert mich ein bisschen jetzt schon an Belle Delphine, wenn ihr die kennt. An dieses dieses komische Face, das ihr immer macht. So, wir haben ein komisches Buch, wir nutzen es einfach mal. Wir haben ein komisches Dings um uns rum bekommen, so eine Art Fliege. Ansonsten hat Bethany anscheinend 3 rote Herzen. Ich sehe da 4 blaue Herzen. Das ist neu. Wo kommt denn diese 4 blaue Herzen-Dings her? Erster goldene Raum ist Midas Touch. Ist auch nicht schlecht. Ich glaube, das macht das, wenn man einen Gegner trifft. Also wenn man gegen den Gegner läuft, dass er dann golden wird. Und wenn man dann den goldenen Gegner vernichtet, dann kriegt man dafür Gold. Da ich aber ungern gegen Leute gegenlaufe, bringt das jetzt nicht so viel. Aber ein Gold-Button ist immer gut, nicht wahr? Guck mal, wir können das voll häufig ansetzen. Bleibt das auch, wenn wir in einen anderen Raum reingehen? Guck mal, diese blaue Flamme, die wir da bei uns haben, die bleibt auch, wenn wir in einen anderen Raum reingehen. Das ist ja mega gut. Ja, aber, oh, Gemini, endlich mal ein Boss, den wir auch kennen. Außer, dass sie jetzt dieses Buch von Anfang an hat und ich nicht weiß, was die... Guck mal, jetzt stehen auch nur 2 blaue Herzen. Eben waren das doch 4, jetzt sind das plötzlich nur 2. Weiß ich nicht, was das Spezielle an Bethany ist. Ansonsten, sie ist gleich stark wie Isaac. Sie sieht halt ein bisschen anders aus als Isaac. Ist endlich mal wieder ein Mädchen. Es gibt viel zu wenig weibliche Charaktere, finde ich, in Isaac. Das ist schon mal positiv. Ja, aber sonst weiß ich nicht so wirklich, was sie jetzt besser oder schlechter kann als andere Charaktere. Aber das kriegen wir bestimmt noch raus. Mir ist eben schon aufgefallen in einem Raum, ich kann meine blaue Flamme auch verlieren. Also ich nehme die ja mit in den neuen Raum, aber ich kann die auch verlieren, wenn da zum Beispiel ein Gegner gegenläuft oder gegen schießt. Das langt... Oh, anscheinend auch. Da habt ihr es gesehen. Also ich kann damit arbeiten, dass ich einfach gegen Leute gegenlaufe. What the fuck? Ist das normal, dass man in der ersten Ebene hier schon so ein... Ja, ist normal. Okay. Was ist jetzt eigentlich, wenn wir wieder rausgehen? Schließt sich dann dieses Tor wieder? Man weiß es nicht. Egal, ab in die Kanalisation, wie auch die letzten Male schon. Übrigens, mega witzig. Ich habe ja in der letzten Folge jetzt Bethany freigeschalten. Das war allerdings pures Glück. Ich habe mal nachgeguckt im Isaac-Wiki. Nur mal, weil ich wissen wollte, wie man denn überhaupt Bethany freischaltet, weil das ja gar nicht mein Ziel war. Und anscheinend schaltet man die frei, indem man Lazarus spielt und dann gegen Mutters Herz gewinnt, ohne das Lazarus-Herz zu verlieren. Oder das Lazarus-Extra-Leben zu verlieren. Das ist interessant, oder? Also es war erstens gut, dass ich dann bei Lazarus, oder bei dem One, mich nicht töten gelassen habe tun. Auf jeden Fall nicht vor Mutters Herz. Oh Gott. Ja, und zweitens, dass ich überhaupt Lazarus verwendet habe, um das alles zu machen. Also mega funny. Und ich war richtig dumm in der letzten Folge, denn da gab es tatsächlich diese komische Tür, wo ich hätte reingehen sollen. Weil ich hatte ja alles mit diesen Schlüsselteilen etc. oder diesen Messerteilen. Und statt in diese richtige Tür da reinzugehen, die war bei so einem Steinboss. Oh, was seid ihr denn? Hä, habt ihr gesehen, der eine hatte einfach so eine, so ein Würmchen an sich dran. Und der hier sieht aus wie der von Nirvana. Das ist ja süß, so ein Crunch-Typ hier einfach. Mega nice. Ja, und ich habe die Tür einfach nicht gesehen, weil mich der neue Steinboss einfach viel zu sehr abgelenkt hat. Und ich habe das dann im Schnitt gesehen und das war alles sehr, sehr traurig und doof. So, ich glaube, das Baby hier ist besser, das kenne ich wenigstens. Dann, wenn wir da durchschießen, dann verstärkt das unsere Schüsse. Ist doch auch eigentlich ganz nett. Kann man machen. So, wir haben auch nicht mehr allzu viele Leben. Oh, ein blaues Herz, das ist schon mal sehr gut. Das sind auch neue Gegner. Ich glaube, in der Kanalisation leben sehr viele tote Leute. Okay, what the fuck, wir haben kein blaues Herz bekommen. Alles klar, Bethany kann keine blauen Herzen verwenden. Ach, deswegen ist das ein Stat oder was, den wir hier haben? Oh nein, ich sterbe einfach. Bitte spucken Sie mich nicht voll, das ist nicht nett. Ich bin tot, ja. Das war schon mal richtig schlecht, das machen wir gleich nochmal. Aber ich kann mir damit quasi eine impermanente Pretty Fly holen, die halt stirbt, wenn sie irgendwas abfängt. Und ich kann damit auch ein bisschen Damage machen. Und wie ich das jetzt gesehen habe, ist dieses Space-Item auch so angelegt, dass es sich häufiger aufladen lässt. Also nicht nur einmal und dann muss man es nutzen, sondern man kann es immer nutzen, wenn es halt voll ist. Es ist sehr nett. So, wir kriegen eine Mystery Sack. Dementsprechend bringen uns aber blaue Steine auch jetzt gar nicht so viel. Hier, ja. Okay, man müsste mal drauf achten, wie viel so ein blaues Herz dann genau bringt an Stacks. Es hat auf jeden Fall keine volle Aufladung gebracht für unser Büchlein. Gut, muss ich mir wohl oder übel noch einen Schlüssel holen, damit wir auch in die Kanalisation können. Und dann geht's ab zum Boss. Der Hound, okay, das ist doch in Ordnung. Ja, aber sonst sehe ich jetzt nicht, was irgendwie special sein sollte an Bethany, außer halt, dass die keine blauen Herzen haben kann und dieses komische Buch hat. Ansonsten ist sie ziemlich normal, würde ich sagen. Außer die hat noch irgendwelche Special-Fähigkeiten. Oder man kann die Space-Item nicht auswechseln. Oh Gott!
Glaubt ihr, das Space-Item ist auf sie zugelassen? Ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. Also, dass sie nur dieses Space-Item benutzen kann? Oder ist sie dann eher wie Judas unterwegs, der ja von Anfang an auch ein Buch hat, das ihn stärker macht? Was man aber natürlich auswechseln darf, das müssen wir auch nochmal gucken. Sie wird ein bisschen schwerer dadurch, dass sie keine blauen Herzen haben kann. Heißt, man ist... Oh, seid doch, mach nicht den Sonic bitte. Man ist also gut beraten mit ein paar Lebensupgrades. Zack, immer schön unsere Wisps hier holen und dann geht's uns auch gut. Guck mal, jetzt sind wir genauso weit wie eben. Geil. Mir fällt gerade auf, dass ich da eben jetzt meinen frisch gebackenen One-Win kaputt gemacht habe, den ich einfach mit Bethany so schnell gestorben bin. Und dann noch so dumm. Richtig, richtig blöd. Aber was droppen die denn auch alle keine roten Herzen? Das ist doch voll gemein. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Bethany tatsächlich die... Oh, ich hab keine Schlüssel, nein! Ob Bethany wirklich die beste Idee ist, um... Jacob und Esa freizuschalten, was wir natürlich heute auch wieder probieren. Wie in jeder Folge... Fragt doch nicht so blöd, was wir machen. Wir wollen natürlich jeden Tag Jacob und Iso freischalten. Lil Blub, okay. Wo ich gerade Lil Blub sehe, ich habe ja letztes Mal probiert, bei dieser riesigen roten Fliege die ganze Zeit auszuweichen, weil man dann angeblich ein Item bekommt. Und ich habe das probiert. Bei diesem Monster, bei Jacob und Iso. Okay, warte, ich bin mal kurz ein Einhorn. Queer Community for the win! So. und das war anscheinend die falsche rote Fliege. Sondern das soll einfach ein Boss sein. In der ersten oder zweiten Ebene. Warte mal, sind wir schon in den Katakomben? Ja, ne? Ja. Hier ist Wasser. Ich glaube, wir sind schon richtig. Habe ich gerade gewundert, warum da keine Tür gekommen ist. Nichtsdestotrotz wäre ein Schlüssel ganz nett. Bitte, du bist meine letzte Chance auf einen Schlüssel. Na, fast. Okay, wir könnten jetzt richtig cool sein und mit einer Bombe vielleicht daraus einen Schlüssel holen. Hat sich vielleicht trotzdem gelohnt, I don't know. Ja, müssen wir wieder einen goldenen Raum hier lassen, ne? Doof das, richtig blöd. Was willst du tun? Naja, jetzt sind wir so lost. Geh wieder in den Spiegel. Und wehe, in der Spiegelwelt brauche ich jetzt einen Schlüssel, um da reinzugehen? Nee, scheint offen zu sein. Okay, immerhin etwas. Jetzt nur diesen Raum überleben. Ich bin ja hier hinten in der Ecke sicher, nicht wahr? Die können da nicht rüber. Die können, nee, okay, also die können schon über eine Schlucht rüber, aber die können nicht über Steine rüber, diese kleinen Furzeldinger da. Das ist doch schon mal schön. Ich finde diese Gegner hier alle richtig komisch. Die schießen so ganz, ganz merkwürdig. Weil erst schießen sie so zur Seite und dann gehen die trotzdem... Schlüssel! Alter, die Schattenwelt oder die Spiegelwelt ist ja das Allergeilste. Die gibt dann einfach Schlüssel. Und man kommt einfach in den goldenen Raum rein, ohne was machen zu müssen. Aber trotzdem wollen wir hier ganz schnell wieder raus. Aber Schlüssel sind ja das Allergeilste. Wir können in den goldenen Raum rein, Leute. Wir können in den goldenen Raum. Lol, hier ist einfach so ein Wasserfall. Man wird nach unten gequetscht. Wie gut ist das denn? Okay, ja, ich mag das linke Ding nicht, deswegen nehmen wir das Fragezeichen mit. Nein, wir haben unser... Warte mal, Undefined? Ist denn Undefined unser altes Item? Warte, ich setze das einfach mal ein. Wir kommen zu... Nein, warum kommen wir denn zu Error? Also normalerweise wäre das voll cool... Aber in diesem Fall nicht, weil wir wollten doch in eine Special-Ebene. Ich glaube, jetzt sind wir in der falschen Ebene. In welcher Ebene sind wir jetzt? In den Katakomben. Wir sind in den Katakomben. Die Katakomben sind falsch. Wir müssen nicht in die Katakomben, sondern ins Mausoleum. Mann! Ist das dein Ernstspiel? Kannst du gleich wieder vergessen. Ich glaube, mit Bethany wird das nichts. Ich glaube, mit Bethany wird das überhaupt gar nichts. Gut, den Raum gibt uns irgendwas mit Mams Ei. Ich glaube, damit können wir Gegner einfrieren. Erster Boss ist Mr. Dingle. Okay, den kriegen wir doch hin. Stirb, Mr. Dingle. Bitte. Nein, guck mal, ich habe ein Knochenherz. Machen wir mein Knochenherz nicht kaputt. Das ist mein erstes Lebensupgrade, das ich mit Bethany habe. Und wir kriegen Petrified Poop. Geil. Und das bei Dingle. Das ist ja der Oberwahnsinn. Und wie schön er pfeifen kann. Wow. Ich bin richtig angetan von Mr. Dingle. Mr. Dingle ist der Beste. Und jetzt ist Mr. Dingle leider tot. Oh, und seine kleinen, blöden Kinder töten wir auch. Alles töten. Tier ist ab. Mega gut. Oh, nee. Ich nehme Petrified Poop mit. Immer, wenn ich Poop mitnehmen kann, dann nehme ich auch Poop mit. Und ab in die Kanalisation. Warum schieße ich eigentlich in so viele Richtungen? Ach, hat Mams Auge gemacht, dass wir hinten ein Auge haben oder so? Die sehen auch ein bisschen deformt aus, muss ich sagen. Aber das ist gerade, glaube ich, nur wegen Are You a Wizard? Ich glaube, wir schießen ab und zu mal nach hinten.
Und ich glaube, das ist wegen Moms Auge. Ja. Das hat gar nicht gemacht, dass man ab und zu versteinert. Das war nochmal ein anderes Auge. Goldener Raum. Okay, wir könnten einen Laser machen. Ich weiß nicht, ob das der gute Laser ist oder ob das... Oh, wo kommt die denn her? Wieso sind hier mehrere Gegner? Gegnerwellen, das ist nicht nett. Ja, also ich glaube, das ist der schwache Laser. Deswegen nehmen wir Fast Bombs mit. Warum ist das denn jetzt eigentlich so, dass jetzt immer zwei Items sind, die man da bekommt? Das war doch früher nicht so. Ist das jetzt einfach nur wegen dieser neuen Ebene, dass man da mal zwei Items bekommen kann? Müsste man auch mal irgendwie beobachten. Dann haben wir auf jeden Fall den Boss. Ich glaube, in dieser Ebene müssen wir sonst auch noch gar nichts weiter machen. Wir haben den goldenen Raum. Mehr brauchen wir auch nicht. Ja, ja, komm. YOLO. Hallo, Mr. Min Min. Mr. Min Min. Du bist fein. Mr. Min Min, du tust mir weh. Mr. Min Min. Meint ihr, die Hülle um ihn rum ist tot und nur dieser Typ da drin ist Mr. Min Min und er hat sich wie so ein Parasit einfach in einen toten... Oh Gott, lass mich doch mal in Ruhe. Oh, ist der nervig. Er hat sich einfach in einen toten Duke of Lies reingesetzt und denkt sich, yo, ich bin richtig cool. Und das da ist er eigentlich in Wirklichkeit. Richtiges Parasitenbaby. Richtig eklig. Hier, stirbt an der Bombe des Verderbens. Ich bin das Medium, auf mich musst du hören. Hier ist ab. Mega gut. Jetzt sind wir auf jeden Fall sehr aufmerksam. So, oh nein, The Rainmaker und ich habe nur ein halbes Herz. Wie soll ich das denn machen? Und jetzt fliegen auch noch irgendwelche Sachen um mich rum. Ja, genau. Wie zur Hölle soll ich The Rainmaker mit einem halben Herz besiegen? Blank Moon, mach irgendwas. Schön, Blank Moon. Ja, du hast mich fast gerettet. Aber nur fast. Bitte lassen Sie mich. Ich habe aber gemerkt in der letzten Folge, dass ich zu Höchstleistungen aufblühe. Wenn ich nur ein halbes Herz habe, dann bin ich der allerbeste, wie keiner vor mir war. Ganz allein töte ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Oh, das war eigentlich so ein gutes Item, weil es einem zwei blaue Herzen gibt. Aber in meinem Fall ist das gar nicht mal so gut, weil ich kann leider mit blauen Herzen nichts anfangen. So, hä? Moment. Achso, ja, da müssen wir hin. Aber zunächst brauchen wir... Oh nein, wir müssen so viel richtig machen. Wir brauchen jetzt rote Herzen. Zum einen, ja, fuck, dann müssen wir The Lost werden. Da verlieren wir auch nochmal ein Leben, dass wir überhaupt gegen dieses Feuer gegenlaufen. Oh nein, hier muss jetzt so viel richtig laufen. Und dann habe ich trotzdem die ganze Zeit nur ein halbes Leben. Dieser One sieht auch schon wieder nicht gut aus, Leute. Dieser One sieht... Rotes Herz, Leute, rotes Herz. Jetzt sieht er doch wieder ganz gut aus. Dieser One sieht richtig gut aus. Geil, 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 das wird was. Okay, danke, liebes Wisping, dass du mich gerade gerettet hast. No, rotes Herz! Okay, läuft, läuft. Wir kriegen hier noch dieses komische andere Baby, aber wir gehen heute mal auf Vollrisiko. Oh, hat sich gelohnt. Ein paar Tears-Ups. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Oh, Chaos! Oh, ich will beides haben. Ich will das rote Herz haben und Chaos. Chaos ist richtig geil. Ja, komm, wir... Also, Chaos muss ich mitnehmen. Leute, Chaos ist ja wohl ein No... Oh, wir kriegen sogar Stuff. No-Brainer. Nehmen wir die drei Leben mit, haben noch eine Lackerpille bekommen. Das ist doch mega geil. Alles, alles richtig cool. Okay, das gefällt mir sehr, sehr gut. Haben wieder volle Leben. Wer nicht weiß, was Chaos macht. Chaos macht, dass die Items, die man überall bekommt... Ah, ich bin ja noch gar kein The Lost. Ups. Ah, ich will The Lost werden. Dankeschön. Ist doch gar nicht so weit weg. Kann man schaffen. Ja, Chaos macht, dass alle Items, die man so findet... Oh Gott, dieser Raum ist richtig eklig. Vor allem, ich darf nicht so weit an die Seite ran, weil da eklige... Oh nee. Oh nee, mach das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil da komische Steine sind, die mir wehtun würden. So, der ist richtig eklig. Wir müssen einmal ganz weit weg. Okay. Oh, der goldene Raum ist auch so weit weg. Alle Items, die normal in einem Pool sind, also die Pools, die Item-Pools werden vertauscht irgendwie. Also es können dann auch... Ja, wie erkläre ich das denn am besten? Es können Angel-Deals, aber auch Devil-Deals... Oh nein, dieser Raum wird mein Tod sein. Ja, dieser Raum wird mein Tod sein. Ich bin einfach tot. Ich lebe noch? Okay, what the fuck? Wie habe ich das bitte hinbekommen? I don't fucking know. Ich kann in der Spiegelwelt einfach rote Herzen einsammeln für mein richtiges Ich. Auch mega gut. Und in den Shop gucken wir auch nochmal. Ich hoffe, da sind keine Gegner drin. Okay, alles cool. Ja, genau. Und das macht Chaos. Dass man quasi alle Items überall finden kann. Sehr, sehr praktisch. Sehr, sehr cool. Finde ich toll. Heißt auch, man kann Gabis Items überall bekommen. So, wir müssen in die Minen. Wir waren heute noch nicht einmal in den Minen. Diese Folge geht so lange und wir waren nicht einmal in den Minen, weil immer irgendwas passiert ist und Bethany einfach scheiße ist. Oh Gott, oh Gott. Aber ich fühle mich in diesem Run hier gerade relativ stark. Wir brauchen noch ein paar Lebensupgrades für die späteren Ebenen oder zumindest für die, ich weiß nicht, wie sie heißen, für das da, wo die Toten liegen.
Ihr wisst schon, was ich meine. Und Max to Larger, jetzt sind wir ein Riesenbaby. Ja, geil. Hä, tötet der sich selber? Warte mal. Ich glaube, der macht sich selber kaputt. Komm her, ja komm. Ja komm, mein Kleiner, ja komm, mein Kleiner. Ja, macht sich selber kaputt. Oh, wieso kriegt man dafür keine Errungenschaft, wenn man das einmal macht? Ist ja mega witzig. Und dann kommt da so ein kleiner Pupsi raus. Mega süß, mega süß. Oh, drei rote Kisten. Leute, okay, pass auf. Die Chance besteht, dass dann natürlich Gabis Item drin sind oder irgendwas anderes. Aber die Chance ist mir viel zu hoch, dass wir wegteleportet werden in den Errorraum. Und im Errorraum, dann können wir wieder nicht Bethany, nee, Bethany haben wir schon, die beiden Esau und so nicht mehr freischalten. Und das wäre halt wieder richtig blöd, deswegen lasse ich das. Obwohl die Versuchung natürlich mega, mega hoch ist, dass man das einfach mitnimmt. Weil da natürlich auch Gabi-Items drin sein können und mega gute Sachen. Aber ja, ich glaube, das wäre nicht schlau. Viel schlauer wäre das, zum Beispiel den Pyjama mitzunehmen, den ich mir nicht leisten kann, der mir sowieso keine roten Herzen geben würde. Deswegen lassen wir das. Und bevor wir zum Boss gehen, suchen wir noch einmal den goldenen Raum. Ich glaube, das ist eine gute Idee. There you are, I found you in my corner and there is nothing to be cobby top. Und ich hoffe, du liebst auch mich. Goldener Raum. So, liebst du mich, goldener Raum? Was ist das? Ein neues Item? Ich muss das... und komische andere Flie... wie die kaputt gehen, so pst. So, was bist du denn? 120 Volt. Zap, zap. Warum haben wir so einen Geburtstagshut auf? Und wieder... Oh, lol, bei denen gibt es verschiedene Muster auch, damit er nicht immer gleich ist. Okay, das finde ich mega gut. Den fand ich auch beim... Ah, oh, ich habe nicht dazu gelernt. Den fand ich auch schon beim letzten Mal mega cool. So rein vom Design her. Wir machen ab und zu mal zap, zap. Finde ich auch sehr cool. Ja, und hier, seine Muster sind anders, damit er nicht immer gleich ist. Toll, toll. So, das ist seine... Ah, wo er immer schneller wird. Jo, kenne ich. Alles klar. Kann er sich eigentlich auch selber treffen mit seinen Bomben? Das wäre voll funny. Jetzt ist unsere Chance, ihn mega viele Leben abzuziehen. Naja, ging so, ne? Das war so, ging so viel Damage. Ja, ja, bist ein ganz toller mit deinen Bomben. Fuck, ich habe nur noch halbes Leben. Mann, das sah so gut aus bisher. Und er killt mich jetzt einfach mit seinen komischen Scheißbomben. Mann, wieso hat Bethany denn auch so wenig Leben? Bethany! Okay, okay, diesmal habe ich aber dazu gelernt. Die gehen in alle Richtungen. Ja, 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 in alle Richtungen. Wenn er... Bitte, kannst du bitte ein... Ich habe ihn nicht getroffen. Ich habe ihn einfach nicht getroffen. Bitte komm von irgendwo, wo du nichts Böses machst. Jetzt, stirb doch endlich! Junge, wie viele Leben hat der? Jetzt, stirb. Nein, der hat ja noch eine zweite Ebene. Warte, ich will ihn töten. Ich versuch's. Na, ich bin aber stark genug dafür. Fuck, ey, wir haben wieder nur ein halbes Leben. Was bist du? Coupon. Okay, cool. Wir können uns irgendwas kostenlos im Shop holen, I guess. Hä? Warte mal. Unser wieso ist das jetzt was anderes? Ich nutze es mal. Wir kriegen das Ding hier umsonst. Toll. Leider kein Leben drin. Leben wäre natürlich richtig geil gewesen. Wir haben eine grüne Flamme. Leute, wir haben eine grüne Flamme. Wo kommt die denn her? Du bist doch richtig... Warum haben wir eine grüne Flamme? Okay, wir holen uns das trotzdem mal. Nutzen's. Grüne Flamme. Okay, jedes Mal, wenn wir unser Item benutzen, kriegen wir jetzt eine grüne Flamme. I don't know, was das macht. Wir haben wieder volle Leben. Hä? Neues Baby nehmen wir. Freezer Baby, why not? Freeze wahrscheinlich Gegner ein. Gucken wir mal. Kannst du den einfrieren? Okay, okay, mach das auf jeden Fall nicht häufig. Nicht so richtig häufig. Und wir haben immer noch unsere grüne... Dings. Unsere grüne Flamme. Okay, okay, ja, ja. Knopf. Hallo, Knopf. Knöpfe sind lieb, habe ich gehört. Knöpfe sind richtig lieb. Lol, wir kommen einfach auf die Insel hier. Und da hat man mal den Freeze-Effekt gesehen von dem Freezy-Leasy-Baby. Lol, ah, das schießt... Lol, 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 mega gut. Der verschießt so Eisklumpen und wenn man dann die eingefrorenen Gegner tötet, dann kommen da so Eissplitter raus. So, Knopf. Knöpfe sind immer gut. Ich drücke jetzt immer Knöpfe. Ah, egal, wie schlecht es mir dann geht. Okay, ich glaube, das war nicht so schlau. Coupon einsetzen. Mist, wir kriegen nur diese komische Karte. Strength, okay, Strength ist gar nicht so schlecht. Vor allem können wir damit, glaube ich, ein Leben heilen. Was passiert, wenn ich mir jetzt für drei... Ah. Wie viel hat das aufgeladen? Zwei, ne? Zwei hat das aufgeladen. Dann müssen wir jetzt nur noch einen Raum schaffen und dann könnten wir nochmal den Coupon einsetzen. Und mit einem weiteren Coupon, wenn wir diesen Raum hier überleben, warte, ich setze mal Strength ein, weil ich habe gar keine Lust, hier zu sterben. Dann könnten wir uns den $3 Bill kaufen. $3 Bill wäre toll. Wieso haben wir jetzt... Wir haben jetzt eine blaue Leiste und eine grüne Leiste? Und ich kann sie nicht verwenden. Oh, shit. Katapari Poribo. So, jetzt aber... Nein, ich will... Oh, ich hätte mir erst die Bombe kaufen sollen. Ich bin aber auch ein Vollidiot, ey. Ich bin wirklich ein Vollidiot. So, zwei Leben. Lang und zwei... Ja, egal. Wir kriegen ja sowieso nicht viel mehr Leben. Let's go!
So, das muss jetzt zwar nahtlos perfekt ablaufen hier, dass ich nicht sterbe. Kannst du öffnen, bevor er irgendwas macht? Kannst du bitte einfach öffnen? Danke. Ich muss hier jetzt relativ perfekt durchkommen, weil sonst bin ich einfach tot. So, von wo kommt er? Er kommt von da. Ich laufe mal zurück und laufe wieder nach vorne. Haha, ausgetrickst. Jetzt ist er hinter mir. Jetzt fühle ich mich sicher. Ich habe in den letzten Aufnahmen gemerkt, dass er am... Oh Gott. Kannst du bitte Platz machen? Dass er am Anfang wohl nicht so viele Damage macht, sondern immer nur so ein halbes Herz. Aber je weiter man hier... Oh nein. Voranschreitet. Okay, das war knapp. Egal, hat funktioniert. Je weiter man hier voranschreitet, das ist ja super gemein, umso mehr Damage macht er. Jo, alles klar. Lass mich bitte durch. Okay, ich muss nochmal ausweichen. Let's go. Ich hab dich doch schon raus. Ich bin letztes Mal 5 Minuten dir ausgewichen. Ich bin jetzt der Beste in dir ausweichen. Hui. Geil, krieg ich das mal hin, ohne Leben zu verlieren. Das wäre ja der Wahnsinn. Der Wahnsinn. So, da noch einmal aufmachen und ich bin weg mit dir. Ah, nein, ich habe ein halbes Leben verloren. Nein. Oh nein, ich bin hier eingesperrt. Bitte lassen Sie mich gehen. Okay, ich gehe nochmal zurück. Komm, komm, mach deinen Scheiß. Danke, bye bye. So, jetzt ist er über mir. Jetzt bin ich auf jeden Fall safe. Und wir sind raus. Tschüss, du Dummkopf. Du hast mich noch nie getötet. Oder einmal hat er mich, glaube ich, getötet, ne? Aber nicht noch einmal. Und... jetzt aber. Ja, $3 Bill. $3 Bill macht, dass man in jedem Raum oder ich glaube sogar alle paar Sekunden, ach, den müssen wir auch noch besiegen, neue Tränen hat. Das heißt, man weiß nie, was für Tränen man so haben wird. Und das ist sehr, sehr witzig. Da kann halt alles dabei sein. Du kannst auch immer ab und zu Bomben schießen oder sowas. So, bei dem habe ich zum Beispiel noch gar nicht raus, was er eigentlich so für Phasen hat. Er hat irgendeine Phase, wo er einen Laser macht. Ich glaube, das ist diese Phase noch nicht, sondern... die nächste, die kommt. Das war eine sehr fiese Attacke. Bitte unterlassen Sie so fiese Attacken, die da. Ich glaube, in dieser Phase macht er... okay. Kann er auch einen Laser machen. Bin ich mir ziemlich sicher, aber ich... Ja. Alles klärchen. Und da bist du tot. Oh, das Rotten Baby. Sehr, sehr OP, finde ich. Wir müssen... ich hoffe, man verliert nur... nein, man verliert ein ganzes Leben! Du Bastard! Ich habe mir den schlechtesten Kack-Charakter ausgesucht. Für diese Challenge, dass wir fucking Esau freischalten. Den schlechtesten Charakter von allen. Warum verliert man da 2 Herzen? Ein Glück haben wir hier noch ein halbes Herz. Können wir zumindest das machen. Dann sind wir mit einem halben Herz in dieser komischen Ebene, in der ich noch nie drin war. Okay, warte, wir gucken mal nach einem Geheimraum. Der kann ja hier sein, wird er wahrscheinlich nicht sein. Wäre wahrscheinlich schon aufgesprengt worden, ja. Von diesen Typen. Dann... vermute ich mal neben dem Shop. Ja, bitte ein paar Herzen. Ah, fast. Dann sind wir jetzt mal ganz keck unterwegs und geben ihm hier unsere restlichen Bomben. Ich weiß, dass wir dann keine Bomben mehr haben. Aber ich hoffe irgendwie, dass er uns eventuell einen Lebensupgrade gibt. Ha. Also fast. Damit kann man Leben zumindest horten. Aber so viele Leben, wie ich verliere, bringt mir das, glaube ich, nichts. Dann müssen wir hoffen, dass wir mit einem fucking halben Leben die... wie heißt das denn jetzt nochmal... das Mausoleum überleben. Wir haben hier schon mal einen netten Raum. Der, wir ziehen irgendwie Sachen an. Okay, nett. Okay, wir haben schon mal ein ganzes Leben. Das ist toll. Sterben wir zumindest nicht. One-Hit. Zumindest. Ist das mein Plan? Da, unser One-Hit war das. Wir sind ein One-Hit-Wonder und wir sind tot. Alles klar, guter One. Sehr gut. Bethany ist nicht geeignet, um Esau und Jacob freizuschalten. So ein Bullshit. Aber 3 Ones müssen lang. Ich habe jetzt... warum steht nur Moonstrike minus 1? Das war doch... ich habe doch einen 3er Loose Strike jetzt. Okay, wir haben gesehen, was Bethany kann. Wir haben überhaupt gar nichts freigeschaltet mit Bethany. Bethany ist sehr schwer. Vor allem, weil sie ja nur 3 Leben hat. Und man das nicht buffern kann mit irgendwelchen blauen Herzen. Ja. Also sorry, dass wir nichts hinbekommen haben. So gar nichts. Das Papier ist einfach leer. Ah, ist schon echt blöd, muss ich sagen. Ja. Wir probieren dann Jacob und Esau mit einem besseren Charakter freizuschalten. Bethany machen wir dann auch nochmal irgendwann, aber nicht mit dieser Route. Die Route ist echt blöd für Bethany. Ich glaube, beim nächsten Mal werden wir uns dann mal eine Challenge angucken, denn da sind ja auch neue. Ich glaube, wir haben sogar eine Challenge extra mit Bethany freigeschalten. Hier, wir haben aber die Scatman und Bloody Mary. Bloody Mary haben wir, glaube ich, mit Bethany freigeschalten. Eine davon werden wir beim nächsten Mal machen. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Sorry für diesen Part. Und tschüss. Und so. Bye, bye.